Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal auf das erste Video von mir auf meinem Kanal mit Stimme reagieren. Dazu scroll ich jetzt erstmal runter. Das ist nämlich nicht das allererste, sondern das zweite erst. Denn das erste war nur mit Gameplay und das zweite war dann auch mit meiner Stimme. Genau. Würde sagen, Oh Leute, wir schauen uns das Ganze an. Und ich sag da nochmal was dazu, so, weil es ist jetzt schon immerhin am 6.3. hochgeladen worden. Das ist jetzt immerhin schon über ein Jahr her und ja. Schauen wir uns das mal an. herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit der S-Bahn Nürnberg hier im Train Simulator 2020. Möchte schon mal anmerken, dass meine Soundqualität überhaupt nicht vergleichbar ist mit der von jetzt. Aber gut, das ist glaube ich immer so, ich meine, vor allem wenn man sich immer selber hört oder auch allgemein sich selber mal am Telefon hört oder so. Wenn ich meine Stimme teilweise jetzt noch in den Videos höre, dann klingt es immer so ein bisschen komischer oder so. Aber damals auch, ich hatte ja ein anderes Mikro und alles, es war auf jeden Fall eine ganz andere Qualität. Aber ja, ich habe das Video auch schon lange nicht mehr angeschaut, muss man auch dazu sagen. Genau, die Hauptstrecke, die einfach mitgeliefert wird, wenn man sich das Spiel kauft. Genau, so. Gut, mein Sound war jetzt auch noch nicht so angepasst an das Spiel und an meine Stimme. Ja. Die Anfänge halt. Gehen wir mal rein in den Zug, habe ich schon vorbereitet. Müssen nur noch dann hier Gas geben, machen wir die Türen auf. Genau. Da klinge ich aber auch so irgendwie so richtig robotermäßig, so richtig unmotiviert auf gar, also auf gar nichts Bock so. Kommt mir vielleicht nur so vor, aber ja. Also da merkt man gar keine, in Klammern, Emotionen so von mir oder so. Ob man jetzt fröhlich ist oder nicht oder so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht auch noch nicht merkt, weil ich immer sehr ernst rede in meinen Videos, wurde mir gesagt. Ja. Hier steht nochmal groß S-Bahn Nürnberg. Ups. Zu groß. Hier. Wie kann ich denn da am besten reinzoomen? 8. So. Da. Das stimmt zwar, aber hier das dB-Zeichen ist zu weit hoch. Das ist in echt nicht da. Ja, gut, habe ich jetzt natürlich den Realitätscheck gemacht, weil es eben Züge sind und vor allem die Strecken, die jetzt eigentlich bei mir in der Nähe verkehren, deswegen kenne ich mich da aus. Deswegen habe ich da jetzt, ich glaube, ich habe das Stadion dann noch irgendwie gezeigt. Genau. Aber das stimmt halt wirklich, dass das dB-Zeichen ein bisschen zu hoch ist. Muss ich meinem damaligen Ich schon mal recht geben. Also es ist halt genauso wie beim Nürnberg auf der gleichen Ebene und nicht höher. Und vor allem hier die Züge haben nicht eine Tür in den mittleren Waggons, sondern zwei. Also hier in dem Waggon ist nicht nur eine Tür, sondern hier wäre noch eine. Genau, die Züge, die hier mitgeliefert wurden, die fahren nämlich auch auf dem Frank-Thüringen-Express. Fahren die so auf jeden Fall mit einer Tür jeweils in einem Waggon und die S-Bahn fährt dann mit zwei Türen in den mittleren Waggons. Genau. Das haben die hier jetzt nicht umgesetzt, aber da steht halt S-Bahn Nürnberg drauf, immerhin. Genau. So, dann steigen wir ein und fahren los. Los geht's. Nürnberg-Dörnhof ist der nächste. Genau, ich kenne mich mit der Strecke sehr gut aus. Weil das ist meine Strecke auch, mit der ich nach Hause fahre und alles. Das ist meine Heimstrecke. Ich muss dazu sagen, es war nie wirklich Heimstrecke in dem Sinne, dass ich die jeden Tag benutzt habe. Aber ich glaube, einen Tag zuvor bin ich die sogar gefahren. Ich fahre die aber eher selten so an sich, weil das jetzt, wo die fährt da raus, wo ich eigentlich nicht hin muss so. Aber ich bin schon öfters auf jeden Fall gefahren. Es ist aber nicht genau die jetzt wirklich mich nach Hause bringt zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall bei mir in der Nähe und ich bin die auch schon halt öfters gefahren und damals wahrscheinlich, damals glaube ich war es, bin ich da genau an derselben Stelle gewesen. Dann konnte ich noch mal, habe ich noch mal mehr erkannt sozusagen. Mit der ich jetzt nicht so oft fahre, weil es nicht genau die Linie ist, die bei mir vorbeifährt. Aber
Bin schon mal mit der gefahren. Ist aber schon ewig her. Genau. Okay, ich sage irgendwie, dass es schon ewig her ist. Soweit ich jetzt weiß, ist es aber schon, ist es gar nicht so lange her, aber ist ja auch nicht wichtig. Ich kann aber sagen, dass die Stationen stimmen, vor allem der Linienverlauf. Ist schon sehr realistisch dargestellt, muss ich schon sagen. Und der Hauptbahnhof. Das stimmt. Der Hauptbahnhof ist ja gut. Da erkennt man alles wieder. Und die Haltestellen, die Abstände von Haltestellen ist auch sehr gut. Weil die sind wirklich sehr nah aneinander. Und man erkennt einfach jede Kurve wieder und alles. Jedes Gleis. Also das muss man schon echt sagen. Nicht schlecht. Und die Bahnhöfe auch, die kenne ich auch gut. Genau, dann halten wir mal hier an. Dürrenhof, glaube ich, ja. Genau. Stehen bleiben. Ich finde die Züge immer ganz cool, weil die neuen Züge von Nürnberg, die kriegen jetzt nochmal neue Züge. Die Hamster, die werden wieder ausgetauscht. Türen auf. Das Piepsen ist nicht realistisch. Warum ich die Hamster gut fand, zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht. Aber ich finde die auf jeden Fall jetzt nicht mehr so ganz so. Sind nicht so mein Favorit. Weil die Züge, die jetzt drauf fahren, sind viel besser auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht mehr ganz, was in meinem Kopf da abging. Also das Piepsen, das müsste man schon überarbeiten. Das ist nicht so wie in echt. Und vor allem auch, wenn die Türen aufgehen, dann geht dieses Ding, geht diese Rampe da nicht mit den Türen gleichzeitig auf, sondern erst die Rampe, die fährt erstmal raus bis zum Bahnsteig, dockt dann an und fährt wieder zurück. Und dann gehen die Türen erst auf eigentlich. Hier geht es gleichzeitig auf, mein Gott. Genau, das ist aber in jeder Stadt so. Ich glaube, beim Talent ist es allgemein so. Kleine Details halt, aber genau. Warten wir mal ab hier. Immer das Schöne am Warten, ne? Ewig warten auf dich. Genau, hier drückt man ja drauf, dass die Türen aufgehen und die gehen dann von selbst wieder zu, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist ja bei TSW zum Beispiel anders. Da muss man auch selber die Türen zumachen und alles. Gut, der Train Simulator ist ja ein bisschen anders dahingegen. Ist auch ein anderer, ist auch ein älterer Simulator. Genau. Ist aber eine Fahrplanfahrt gewesen, wie man auch da sieht. Scheiße. Schauen wir uns mal den Zug an von oben. Nicht draufsteigen, ja. Stromabnehmer, wo ist der? Hinten. Hier kommt ein DB Cargo. Alles klar. Tür geht zu. So, und wir fahren weiter. Weiter geht's. Gleishammer. Nächste Station. Nürnberg Gleishammer. Ausstieg gefahren, Richtung links, glaube ich. Keine Ahnung, wo der Ausstieg ist. Bin ewig nicht mehr mit dem gefahren da. Keine Ahnung. Oh, Kollege. Gut mal erstmal, genau. Wie schnell darf man fahren? 80. Ups, bin ich ein bisschen zu schnell. Die fahren auch alle mit der Kurztraktion. Also man muss es ja so verstehen, dass die S2, die da jetzt mitgeliefert ist, dass die immer auf dem... Ja, wie erkläre ich denn das? Dass die eigentlich viel weiter fährt. Die fährt ja eigentlich bis nach Rot raus. Und die Strecke, die aber für die S3 eigentlich gedacht ist, die ist ja komplett mitgeliefert. Bis nach Neumarkt irgendwie. Und die S2 fährt halt nur so eine Teilstrecke. Die Haltestellen, die dazwischen sind, wurden halt mit eingebaut. Aber die anderen dann wieder nicht, weil die S-Bahn würde ja viel weiterfahren. Und deswegen gibt es dann so zwei Strecken sozusagen. Die eine fährt dann einfach durch, die andere halt nicht. Und das ist halt die, die nicht durchfährt. Und da ist halt nur so ein Teilstück mitgeliefert. Deswegen, genau. Deswegen hält man auch gleich an dem anderen, also beim Frankenstein hält man dann auch anders. Da zeige ich euch dann gleich, wenn ich es euch nicht erklärt habe, zeige ich es euch gleich nochmal, wo da der Regionalzug, oh Gott, und alles hält. Läuft. Ein paar Minuspunkte gehen auch. Ah, ich habe ja Pluspunkte. Ne, die will ich nicht verlieren. Fahren wir mal ein bisschen langsamer. So, das auch passt. So. Warum ruckelt das jetzt so behindert? Ich check's nicht. Das Spiel macht mich kaputt. So, dann halten wir hier auch schon wieder an. Bahnhöfe sind sehr nah dran, deswegen habe ich die Linie ausgewählt. Ich mag solche Bahnhöfe. Nicht, dass man da 100 Kilometer fahren muss bis zum nächsten Bahnhof, das finde ich scheiße. Ja, wenn ihr mich verfolgt habt, dann wisst ihr das auch, dass ich sowas nicht mag. Wenn man da durchfährt, mittlerweile hat sich gelockert, so mittlerweile fahre ich auch schon so ICE-Strecken entlang und sowas. Aber eigentlich mag ich das eher, wenn man dann stehen bleiben muss wieder und dann
Türen auf und so, das ist ein bisschen, ja, nicht so kahl. Genau, halten wir hier wieder an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fast verbremst, aber läuft noch. Jetzt können wir das nochmal anschauen hier mit dem Bahnsteig. Also, ich drücke jetzt mal auf Türfreigabe und ihr seht, dass die Türen. Natürlich gehen sie jetzt noch hinten auf, ist ja klar. Genau, das ist auch beim Train Simulator so, dass wenn man zu weit mit dem Zug nach vorne fährt, dass dann die Türen hinten, dass die Türen dann vorne nicht mehr aufgehen, sondern nur noch weiter hinten. So, als ob man über den Bahnsteig schon drüber geschossen ist. Ja, deswegen Vorführeffekt. Scheiße. Sieht man auf jeden Fall, dass die Trittstufen nicht bis komplett rausfahren wie in echt. Und diese Schilder. Was ist denn das? Gleis ist groß geschrieben, aber Hammer dann klein. Das steht aber in echt nicht so da. Da steht schon Gleishammer, aber Nürnberg und dann klein. Und dann groß Gleishammer, aber also das G ist groß und Gleishammer ist dann wieder klein. Und nicht nur Gleis groß und dann Hammer klein. Also das stimmt nicht. Oder Glei und dann Summer. Stimmt auf jeden Fall nicht. Genau, das stimmt nicht, weil ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Es ist halt einfach nur das G groß und dann sonst alles klein, wie ein Standard. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Schaut auf jeden Fall lustig aus, aber man erkennt, dass es Gleishammer sein soll. Genau. Andere Seite genauso und die Dinger sind auch nicht so dick. Doch, die sind so dick. Das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Die sind tatsächlich so dick. Aber an einer Stelle nur, an der anderen wieder, nur in der Mitte des Bahnsteigs. Hinten sind sie, glaube ich, wieder dünn. Also, ja, da blicke ich auch nicht mehr durch. In echt, das ist nicht so dick. Die Schilder sind realistisch, sind ein bisschen unscharf jetzt, aber die sind realistisch. Die Schilder da auch. Wie gesagt, hier das Schild passt Eigentlich habe ich perfekt gehalten. Keine Ahnung, was das Spiel von mir will. nicht richtig mit der DB, aber sonst die Matrixanzeige, die stimmt so. Und der Zug an sich ja auch, das sind ja dieselben Züge. Also das haben sie schon sehr gut nachgemacht, muss ich schon sagen. Genau. Geht's weiter, Dutzendteich. Oh ja, im Winter kann man da immer schön Schlittschuh fahren, weil dann alles eingefroren ist. Ja, das ist immer schön. Habe ich zwar nie gemacht, aber soll schön sein. Nürnberg, Dutzendteich. Ist der nächste Halt. Genau. Signale sind auch realistisch. Gibt es ja voll viele hier in Nürnberg. Mit den ganzen roten, mit den ganzen Farben da, bunt wie sonst was. So, nach dem 120 fahren. Das ist Rot, Grün und Orange hat mich wahrscheinlich überfordert. Keine Ahnung. nicht schlecht. Hier sind schon wieder solche dicken Haltestellen-Schilder. Das ist aber nicht realistisch. Also vielleicht waren die früher so. Jetzt sind die auf jeden Fall nicht mehr so. Das weiß ich. Haben sich auf jeden Fall geändert. Sind jetzt realistisch. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen sehr unrealistisch. Dutzendteich passt. Wie ich noch getestet habe, dass da das Dutzendteich richtig geschrieben ist. Oh Gott, was habe ich damals noch gemacht? Hatte ich da keine Hobbys oder so? Anscheinend nicht. Das da, das ist halt zu dick. Und die Uhr? Die Uhr funktioniert auch nicht richtig. Die sind ja nicht. Die laufen ja nicht so wie Zeiger, sondern eher automatisch und die Zeiger sind rot. Gut, dass die Uhr farbenlos ist, das hat man, glaube ich, gesehen. Ja. Genau. Fährt der Kollege nach Regensburg. Automaten, sehr scharf natürlich. Ah, wir können weiter. Fahren wir weiter. Nürnberg-Frankenstadion. Ist der nächste Halt. Das Fußballstadion von Nürnberg. Riesengroß, auch voll schön. Da war ich jetzt vor kurzem beim Weihnachtssingen. Das war am 21. Dezember, glaube ich, war das. War das so ein Weihnachtssingen, hat jeder da gesungen. War der Text so groß draufgeschrieben auf solchen Leinwänden. Und da konnte man da mitsingen, hat jeder gesungen. Oh ja, das ist tatsächlich nach dem, naja, vor dem Video gewesen halt, im Endeffekt das Adventsingen hieß es. So lange ist das gar nicht her gewesen, von dem Video entfernt. Naja, gut, 3 Monate. Aber im Endeffekt, ja, das war damals im Stadion, weil sonst gehe ich nicht ins Stadion, weil ich nicht Musik interessiert, sag ich schon, nicht Fußball interessiert bin und deswegen dann eigentlich keinen Grund habe, da hinzugehen. Ich glaube, ich war da nur zweimal in meinem Leben. Aber Stadion war gar nicht so voll, wie man dachte, aber viele Leute waren trotzdem dabei.
Hier hält das Regionalbahn. Hier hält die Regionalbahn eigentlich, die jetzt eigentlich durchgeschossen ist, keine Ahnung warum. Die hält dann hier an dem Gleis und wir halten aber an den da vorne, weil die S-Bahn hält da. Denkt man gar nicht, aber das Stadion ist schon riesig. Genau, ich glaube, das heißt noch Max-Morlock-Stadion, heißt es noch, genau. Ja, so heißt es, hieß es und heißt es immer noch. Ich hab's nicht so mit Fußball, deswegen, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, rechts ist es irgendwo. Können wir mal gleich rumfliegen und dann sehen wir das ja. Halten wir mal hier schnell an. Wenn wir es auch mal gepackt kriegen, rechtzeitig anzuhalten, nicht so wie vorhin. Jetzt können wir uns das auch anschauen hier mit den Bahnsteigen. Wenn ich jetzt hier, bleib stehen. So, wenn ich jetzt die Türen aufmache, dann gehen die Dinger gleichzeitig auf und das ist halt unrealistisch. Aber Ja, das ist unrealistisch. Aber mein Gott, es ist ein Simulator. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder, was mich da so krass gestört hat. Dieser Rückeffekt war geil von diesem Zug, aber die Bremsen waren ein bisschen, ja, die sind bis heute noch ziemlich weird. mein Gott, ich achte da nicht so drauf. Mir ist es wurscht. Hauptsache, das Spiel funktioniert. Genau, schauen wir mal hier. Fliegen wir mal rum. Na, das ist ein bisschen sehr unrealistisch gemacht hier, muss ich schon sagen. Also, man kommt hier zwar raus. Hier ist dann so eine Unterführung eigentlich. Das ist nicht so lasch gemacht wie hier. Hätte mir klar sein müssen, dass das ein Zugsimulator ist und kein Nürnberg-Straßensimulator. Aber naja. Genau, und das stimmt zwar hier mit dem, aber hier sind die Stühle nochmal zum Sitzen und nicht auf der Seite. Also, diese Häuser sind tatsächlich so da. Schauen jetzt ein bisschen komisch aus, natürlich, weil das ist ja nur im Spiel. Das ist auch nicht das Originalstadion. Das sind so ein Zeppelinplatz, war das, glaube ich, hier irgendwo. Dann war hier noch so ein Platz. Und hier irgendwo ist, hier ist das Stadion, dann das finale Stadion. Aber das funktioniert, das schaut jetzt ganz schlecht aus, unrealistisch. Ich glaube, das ist das Stadion. Also nehme ich jetzt mal an, weil es so riesig ist. Es gab noch eine Nürnberger Arena, Nürnberger Versicherung, Arena Nürnberger Versicherung. Aber ich weiß nicht, ob das auch. Das scheint die andere Halle gewesen zu sein. Und das Stadion, ja, das sah wirklich nicht zum Erkennen aus, weil es ganz anders ausschaut. Es sah aus wie so ein Renaissance-Ding. aber, naja, da soll man eigentlich nicht hinfliegen, so. Ja, war so ein kleiner Reality-Check, sage ich jetzt mal. So ausschaut, ich habe keine Ahnung. Fahren wir erstmal weiter. Fischbach, Kollege, Hupen. Genau, fahren wir weiter. Fischbach, ja, da war ich, oh, war ich kurz vorbeigefahren. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Fischbach, das ist so ein Kaff außerhalb. Das ist, gehört zu Nürnberg, ist ein Stadtteil, aber hat früher eine Stadt, war früher eine Stadt, heißt immer noch Fischbach bei Nürnberg. So ein größerer Ortsteil. Ja, so ein Kaff ist halt nichts da. Wenn man da aussteigt, dann kommt man ins Nichts. Dann müsste man mit dem Bus weiterfahren. Also da sieht man dann nur Bäume. Ich weiß nicht, ob man das im, ob die das im TS auch gemacht haben. Genau, Hauptsache man, also die Stadt, die Innenstadt von Nürnberg ist auf jeden Fall schon viel zentraler natürlich auch und die Stadtteile in Nürnberg drinnen sind viel besser als irgendwelche Ortsteile außerhalb Nürnbergs, Katzwang oder Fischbach oder so. Genau. Dum dum dum, nächster Halt, Nürnberg-Fischbach, Ausstieg in Fahrtrichtung links, glaube ich. Das weiß ich immer noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Damals noch schön schnell gefahren, damals noch ohne PZB, ne? Ja, damals kannte ich mich da null aus, ich wusste gar nicht, was eine PZB überhaupt ist, das überhaupt gibt. Naja, damals, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Wenn nicht, dann verzeihen Sie mir bitte, dann ist Ausstieg halt in Fahrtrichtung rechts. Der Ausstieg ist rechts. Aufstieg in Fahrtrichtung unbekannt. So. Aber ich war schon lost. Letztes Jahr. Ich merke zwar erst jetzt, wie lustig ich war, aber ich war schon lost. Oh je, noch 2 Kilometer, das ist ja noch ewig. Fahren wir mal weiter. Oh ja, da ist schon wieder DB Cargo. Wie immer, überall solche Güterzüge, das ist schon. Sportlich mit 180. Jo. Fischbach, wir müssen anhalten, langsam. Habe ich die SIFA gar nicht angemacht. Naja, fahren ohne SIFA ist besser. Oder geht's noch während der Fahrt? Ist lockt. Scheiße. Okay, SIFA kannte ich schon. PZB kannte ich wahrscheinlich auch, aber
kam damit nie klar. Beim Stehen geht's nur, aber wir sind. Hab jetzt keine Lust, ich vergesse es eh wieder. Kollege ist auch da. Fährt er erstmal wirklich so oft, dass man jetzt tausendmal dem Kollegen begegnet gefühlt? Keine Ahnung. Ich kenne mich den Fahrplan jetzt nicht aus. Mit dem Fahrplan von der S2 nicht aus. Genau. Bleiben wir mal stehen. Brems halt. Brems halt. Scheiß Zug. Türen auf. Da waren schon wieder so dicke Bahnsteigdinger. Sehe ich gerade. Oh Gott, das ruckelt voll wegen dem Zug hier. Ist das ein Kollege? Schaut so aus. Das sind. Ja, und da hinten steht ja nichts. Und hier steht Fischbach bei Nürnberg. Gut, aber bei B steht noch ein Punkt. Fischbach B. Punkt Nürnberg bei Nürnberg. Ob da wirklich ein Punkt steht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Ist jetzt schon so lange her. Wenn ich es damals im Video gesagt habe, kann ja sein. Fischbach, das stimmt schon, aber das ist wieder zu dick. Ich habe einfach bei jeder Haltestelle einfach geguckt, ob das richtig geschrieben ist. Alter, wegen Gleishammer wahrscheinlich. Ach Gott. Was habe ich? Habe ich keine Zeit für was anderes gehabt? Und hier habe ich Fahrgastinformation. Okay, das passt schon. Das steht eigentlich nicht so original da. Da steht dann immer, ja, Abfahrt und, so, und die Uhrzeit. Also nicht die Uhrzeit jetzt so mit den Sekunden und in der Mitte, sondern halt eher kleiner und ganz links und ohne Sekunden. Da steht dann nur 15.36 Uhr. Genau, hier Richtung Feucht und Altdorf. Ja, das passt. Gleis 2. Kenne mich da nicht aus, welches Gleis. Wie gesagt, die Fahrgastinformation schaut ein bisschen anders aus. Aber an sich kann man eigentlich nicht meckern. Vor allem Richtung Nürnberg passt. Fahrkarten. Ja, ein bisschen unscharf, aber passt auch. Na, ja, die reagieren ein bisschen komisch, die Leute. Ja, der hat auf jeden Fall. Keine Ahnung, was er da gehört hat, aber hat auf jeden Fall mitgeruft ohne Ende. Naja. So, dann geht's weiter. Feucht. In 4 Kilometern hast. Oje, das wird was. Düng, düng, düng. Nächste Station. Feucht. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, glaube ich. Ich glaube, das war rechts. Das ist so ein kleiner Bahnhof, der hat irgendwie nur 4 Bahnsteige oder 5. So. Ein kleiner Bahnsteig hat nur 4 oder 5. Ach Gott. Klein halt auch so. Ein Dorf ist nicht, das ist schon eine Stadt, aber eine Kleinstadt auch. Irgendwie 13 Kilometer von Nürnberg oder so. Keine Ahnung. Wie ich aber geschätzt habe, ich weiß es bis heute zwar nicht, aber. Oh Gott. Was habe ich denn da eigentlich gesagt? Bin ich auch selten. Genau. Ach ja. 130, 120 darf man fahren. Naja, fahren wir 130, 40, ist gut. Scheiß auf die Punkte. Habe ich schon minus 38.000 Punkte. 39.000. Passt schon. Wird schon keine Ahnung mehr. Sind die Bahn. Oh ja. Oh ja, mir gefällt der Train Simulator einfach. Ist einfach geil. Das Spiel hat einfach irgendwas Besonderes, finde ich. Einfach, ja, die Darstellung einfach, die haben das so gut nachgemacht. Bis auf das Stadion, aber das sieht man ja normalerweise nicht. Man fliegt da ja nicht unbedingt hin. Ja, mittlerweile würde ich sagen, dass TSW 2 besser ist, weil man da auch aussteigen kann und so. Ist halt einfach ein neuerer Simulator. Ist halt, ist dieselbe, sind dieselben Entwickler. Aber hat an sich, glaube, würde ich jetzt sagen, mehr. Ja. Auch grafisch, vor allem. Weil man auch aussteigen kann und alles. Hier kann man halt rumfliegen. Aber ihr habt ja gesehen, man kann zumindest etwas erkennen. Also es ist zumindest nicht so, dass die Straßen komplett leer sind, sondern da ist wenigstens ein Stadion da, so dass du überhaupt erstmal nachvollziehen kannst, dass wenn da die Haltestelle Frankenstadion heißt, dass ein Frankenstadion ist, also ein Stadion. Also immerhin. Dafür ist es natürlich nicht schlecht. Mal jetzt kurz anhalten, man kennt es sich und man kennt sich da eigentlich auch nicht aus, wenn man nicht ich ist. Ich meine, man muss das ja auch erstmal abfahren und fotografieren und alles nachreinmachen. Also es hat schon auf jeden Fall was. So richtig. Die meisten, die jetzt zum Beispiel nicht aus Nürnberg kommen, die kennen sich ja nicht aus, wo das Stadion ist. Die schauen dann auch nicht drauf. Das denken die Entwickler natürlich auch. Und warum sollen sie sich dann noch Arbeit machen? Passt schon.
Für den Spielspaß reicht es. Denn realistisch ist es. Aufstieg in falschen Links, Entschuldigung. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Entfernen. Notbremse. Scheiße. Jetzt habe ich mich aber voll verbremst. Oh oh, rot, 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 rot. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Rückwärtsgang. Oh, oh, Glück gehabt. Pünktlich gebremst, würde ich sagen. Boah, das wäre fast in die Hose gegangen jetzt. Ja. Gerade noch Glück gehabt. Jetzt können wir auch rückwärts fahren, oder? Ja, können wir. Gut. Stopp. Ja, das kennt ihr von mir nicht anders. Einfach Rückwärtsgang rein und weg. Schauen wir mal, wie weit. Oh ja, wir sind ein bisschen sehr weit. Haben wir uns verbremst. Das ist die Matrix, die stimmt nicht. Also Altdorf und dann in Klammern B und dann Punkt Nürnberg und mit einem Leerzeichen. Also da steht jetzt kein Leerzeichen dabei. Das ist jetzt schon ein bisschen unrealistisch. Na gut, stehen bleiben. Oh, der braucht ewig, bis er stehen bleibt auf dem letzten Drücker. Außer man macht halt die Notbremse an. So, dann machen wir wieder auf den Vorwärtsgang. Rotes Signalhammer, perfekt. So, das war's dann auch schon von meinem Let's Play. Train Simulator, S-Bahn Nürnberg. Genau, das nächste Video schauen wir mal, ob ich es noch diese Woche schaffe. Wenn ich dann spiel alle. Ja gut, das war's dann. Wenn ich mich da wieder selber höre, sehe, was ich da schon wieder gespielt habe. Ich könnte mal wieder so die S-Bahn Nürnberg könnte ich mal wieder bringen im Train Simulator. So als Abwechslung. Könnte ich mal machen mit der S3. Überlege ich mir noch. Ja, jetzt habe ich einfach mal, habt ihr einfach mal gesehen, was ich dazu noch zu sagen habe, zu diesem Video. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich fand, muss ich schon sagen, so meinen eigenen Content zu sehen. Ja. Na gut, an der Stelle möchte ich auch nochmal dazu sagen, ich habe da zwar viel gesagt, dass viel unrealistisch ist und sowas, aber es sei nicht darauf bezogen, dass das Addon schlecht ist oder so. Waren halt einmal die Punkte, die in der Realität anders ausschauen. Also hat jetzt nichts so zu sagen. Ja, na gut. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video jetzt auch. Ja. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Mal schauen, was es wird. Bis dahin erstmal, ciao.